Guten Tag, liebe Zuschauer. Wiederum vielen Dank für Ihr Interesse. Guten Tag, Werner. Hallo, Michael. Im heutigen Interview, ich habe es wie gewohnt beim letzten Mal angekündigt, der Tumor und sein Tod. Klang etwas imaginär. Ich habe so einige E-Mails erhalten, jetzt kommt die Auflösung. Das Thema Tumor, Krebs. Wissenschaftler haben ja festgestellt, in den 2020er Jahren werden alle Deutsche irgendwo etwas mit Krebs bzw. Tumor zu tun haben. Das riecht nach einer Volkserkrankung. Wenn jeder von uns im Laufe seines Lebens damit zu tun hat, zu tun bekommt, und oft wird ja Krebs, Tumor mit Tod gleichgesetzt. Deswegen habe ich diese Überschrift gewählt. Die bekannten Therapieformen, Chemotherapie, Bestrahlung und so weiter, führen ja nicht immer zu den entsprechenden Ergebnissen. Es gibt dort halt auch andere Therapieformen, die ich recherchiert habe, zum Beispiel die Strahlenchirurgie. Darum soll es heute ein Stück gehen. Aber Werner, vorab, Tumor, Krebs. Warum werden wir denn in wenigen Jahren alle bedroht? Ja, da gibt es viele Feststellungen und Vermutungen. Das gehört auch zu dem Feld dazu, dass es uns trotz riesengroßer Aufwendungen in der Medizin, es werden unglaublich viele Forschungsgelder ausgegeben, nicht gelungen ist, irgendeine maßgebliche Veränderung, Verbesserung in der Handhabung, in der Beseitigung von Krebs, von Tumoren für die Menschen zu erwirken. Das ist uns einfach nicht gelungen weltweit und durch unsere Lebensweise, durch Einflüsse durch Giftstoffe, durch unser psychisch anstrengendes Leben, unsere fehlende Harmonie im Ablauf Arbeitswelt und privaten Umfeld, scheint es so zu sein, dass zunehmend Krebs entsteht und Tumoren, die uns perfide das Leben bedrohen. Und ich finde es die schrecklichste Erkrankung. Es ist Todesursache Nummer zwei und wird wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, wie du das gesagt hast, steigen auf Todesursache Nummer eins. Und das muss nicht sein. Und wir müssen uns dann dem auch nicht ergeben. Wenn der Einzelne mehr weiß, kann er sich, sagen wir, kann er für sich, für ihn selbst eine Lösung finden, dass du hast schon ein Schlagwort gesagt, zum Beispiel mit Strahlenchirurgie für ihn eine Lösung ist. Aber ich will gleich vorab sagen, und du hast es ja auch schon so anklingen lassen, wir haben Tumoren und haben Krebs. Und wenn der Tumor zerstört ist, das ist erst einmal notwendig, um dieses volumenraubende Gewächs zu beenden, was andere benachbarte Gewebe, lebensnotwendige Organe zerstört und uns zum Tode bringt. Danach muss folgen, den Krebs in den Zellen, das ist eine Stoffwechselerkrankung, entgleister Stoffwechsel ist das, den zu bekämpfen. Und dann darf man also nicht mit der Zerstörung des Tumors aufhören. Erst muss der Tumor zerstört werden und dann der Krebs, wenn man überhaupt über Therapie spricht. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob das heute unser Thema ist, sich vor Krebs zu schützen, prophylaktisch. Sollte jetzt nicht das Thema sein. Das klingt nach einem weiteren spannenden Gespräch. Ich nehme mal Ihr Einverständnis vorweg, liebe Zuschauer. Krebs und deren Verhind oder dessen Verhinderung machen wir in einem anderen Gespräch. Werner, der Betroffene hat einen Tumor, der ist lebensbedrohlich. Muss er daran sterben? Muss es unbedingt die Chemotherapie sein? Gibt es andere Möglichkeiten? Zum Beispiel, wie läuft das mit dieser Strahlenchirurgie? Also ich muss sagen, dass es fortschrittliche Ärzte gibt, die das Wissen, das weltweit verfügbare Wissen, voll einsetzen für ihre Patienten. Die sagen, und das ist überhaupt nicht zynisch gemeint, lieber Patient, es ist nicht so schlimm, du hast nur Krebs. Und nicht, wie die meisten Ärzte sagen, ach, Krebs und wir können das noch schaffen mit Chemotherapie und allen anderen Dingen, dass du vielleicht noch ein halbes Jahr lebst. Sondern wenn man über das volle Repertoire des Wissens als Arzt, als
Heiler im wahrsten Sinne des Wortes verfügt, dann kann man dem Patienten Beruhigung aus übertragen und sagen, du hast nur Krebs, damit kommen wir klar. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, zum Beispiel nehmen wir an einen Tumor im Hirn. Dort muss der, wenn man das chirurgisch beseitigt, muss der Kopf aufgesägt werden und mit Risiken verbunden und auch natürlich mit folgenden Schmerzen und Reha wird der Tumor dann dort mit einem Skalpell weitestgehend und hoffentlich komplett entfernt. Ja. Oder der Kopf wird bestrahlt mit herkömmlicher Bestrahlung und es werden viele, viele Gehirnzellen damit beschädigt, die nicht erkrankt sind, die wir aber zu normalem Denken, wir sagen, zu unserer Kognition brauchen und die Schäden sind unübersehbar, die danach sind. Setzen wir die Chemotherapie ein, dann vergiften wir diesen schwer erkrankten Menschen noch und meinen, das wäre für ihn eine Hilfe. Die Ergebnisse sprechen für sich, wir haben keine guten Ergebnisse. Jetzt kommt die Strahlenchirurgie, eine Sache, von der natürlich meine Profession als klinischer Strahlenphysiker schon viele, viele Jahre geträumt hat, dass ich mit Strahlen nur den Tumor und wirklich nur den Tumor zerstöre und nicht einmal benachbarte Organe beseitige. Das geschieht mit hoher Präzision, mit 0,3 mm irgendwo im Körper. Damit meine ich also auch Tumoren, die sich bewegen in der Lunge, im Darm oder im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Es gehören auch die Tumoren im Kopf dazu. Also irgendwo im Körper sind Tumoren, die sich abgrenzen lassen. Und dann kann ich die zerstören mit einer einzigen Sitzung, völlig schmerzfrei. Was heißt, die lassen sich abgrenzen? Ja. Schneide ich raus? Ja, wir sehen ja im Bild, in radiologischen Bildern, okay. CT, MRT, Ultraschall, Computertomographie der verschiedensten Art, sehen wir die Bilder. Und da kennen wir auch die Grenzen des Tumors. Okay. Und genau bis zu dieser Grenze und nicht weiter wird der Tumor komplett zerstört, dass nicht eine einzige Zelle übrig bleibt. Ja. Aber die benachbarten Zellen auch nicht zerstört werden. Das ist heute möglich mit Strahlenchirurgie und sagen wir, das prädestinierte und beste Verfahren dabei in der Strahlenchirurgie wird mit Cyberknife umgesetzt. Ja. Der Patient legt sich also in einem ambulanten Verfahren, er muss nicht einmal in ein Krankenhaus eingewiesen werden, legt sich mit seinen Sachen hin und anhand der Daten, die vorher mit Computertomographie, Magnetresonanztomographie aufgenommen wurden, kann der Tumor ganz gezielt zerstört werden. Und in den meisten Fällen ist das nach einer Stunde erledigt, in wenigen Fällen durch drei Sitzungen, die jeweils dann in verschiedenen Tagen durchgeführt werden. Der Patient ist also ohne Rehabilitation, ohne Schmerzen, ohne Gefährdung, ohne Folgeerkrankungen, ist ihm der Tumor zerstört worden. Das heißt, der Patient legt sich dort, wie von dir beschrieben, für eine Stunde in dieses oder auf dieses Gerät, keine Ahnung. Ja, auf eine Liege. Auf eine Liege. Mhm. Und wird dann bestrahlt. Ja. Also wie du vorhin. Und zwar ganz präzise. Ganz präzise bestrahlt. Rein technisch fehlt mir jetzt so ein bisschen Verständnis, dass genau nur dieser Tumor zerstört wird. Aber es wird so sein. Da ja. wird es ja auch entsprechende, nennen wir es mal, Referenzen geben auf diesem Gebiet. Der Patient, der jetzt sozusagen einen Tumor hat. Der geht also zu seinem Arzt und sagt, hallo, oder der Arzt hat diagnostiziert, Sie haben einen Tumor. Da wurden sozusagen Bilder, MRT, CT aufgenommen. Und dann muss der Tumor, wie du es nennst, abgegrenzt sein. Also das heißt, ich stelle mir das so vor, der ist sozusagen auf diesem Bild klar zu erkennen. Jawohl. Also das ist der Tumor. Ja. Und damit geht er dann zu dieser Anlage. Ja, Cyberknife-Zentrum. Zu einem Cyberknife-Zentrum ja. und sagt, hallo, ich habe hier folgendes Problem, schauen Sie mal und zerstören Sie mal meinen Tumor. Ja. Ist das so der Weg? Also das wäre der ideale Weg, wie okay. ich mir wünsche und wie ich auch sagen wir, durch meinen persönlichen Einsatz an vielen Stellen dafür gesorgt habe, dass es so ist. Leider ist die Realität noch ein bisschen eine andere, obwohl wir in Deutschland schon 11, bald sind es 12 Cyberknife-Zentren haben, wissen die Ärzte, die Diagnose durchführen, von diesen Cyberknife-Zentren, besonders von deren Vorteilen, oft nichts und ziehen dann Chirurgie, Chemotherapie und herkömmliche Bestrahlung mit all den Schäden und Nachteilen dem Cyberknife vor. Und der Patient sollte also darüber Bescheid wissen, informiert durch den Arzt, bloß da ist ein großer Mangel, ein großes Defizit. Okay. Und deshalb informiere ich in AWSmart über diese Möglichkeiten und die Patienten, die jetzt hier vielleicht zusehen und betroffen sind vom Cyberknife, ja. die können sich an mich wenden.
dass ich sozusagen das einem Spezialistenteam, das ist ein Ärzteteam, was in einem Cyberlife-Zentrum arbeitet, mit der Frage zur Beantwortung kommt, ist dieser Fall für Cyberlife geeignet? Das heißt, die Patienten oder die durch den Tumor Bedrohten, ich will es mal so sagen, schicken dir ihre Unterlagen? Ja, wir blenden am besten dann im Video einen Link ein. Ja. Dort ist ganz genau beschrieben, wie er vorgehen kann. Okay. Und der Ablauf, der dauert meistens nicht mehr als 2 Tage. Und dann hat der Patient eine klare, fundierte Auskunft, die übrigens kostenlos ist, die Auskunft, die ärztliche Auskunft, dass er geeignet oder nicht geeignet ist. Für diese Methode Cyberlife, so wie das beschrieben ist. Und dann muss er nicht Chemotherapie, Chirurgie, konventionelle Bestrahlung und all diesen Folgen ertragen und hat eine sichere Methode. Wo gibt es das sonst noch in der Medizin, dass man vor der Behandlung sagen kann, vor der Maßnahme, dass danach hundertprozentig der Tumor zerstört ist? Okay. Nehmen wir das mal so hin, also er ist 100% tot, ich glaube dir da sehr gern. Der Tumor ist jetzt tot. Was ist denn dann mit dem Tumor im Körper? Ist der weg? Ja, der ist zunächst erst einmal nicht weg. Das ist nach der Behandlung, die Behandlung selbst geht sehr schnell. Mhm. Nach der Behandlung kann es Wochen, vielleicht sogar mehrere Monate dauern, bis der über die Lymphbahn sozusagen die Zellreste abfließen, ja, dieses totes Material. Ja. Oder aber es fließt nicht hundertprozentig ab, sondern es reduziert sich auf ein kleines Geschehen. Und es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die Reaktion ist. Auf jeden Fall ist es überhaupt nicht mehr schädlich. Okay, also der Tumor wird sozusagen durch unseren Körper dann abgebaut. Ja. Kann ich das so nennen? Ja, oder eben er tut uns nichts mehr. Okay. Und wir haben in Deutschland 12 Zentren, an die ich mich dann sozusagen als Betroffener auch wenden kann? Oder das macht mein Arzt für mich? Das sowohl als auch. Ich habe ja das Defizit schon genannt, dass viele Ärzte das nicht wissen, dass es überhaupt gibt und schon auch die Vorteile nicht kennen. Okay. Sie kennen oft viele, viele Nachteile, die gar nicht zutreffen. Mhm. Ja. Und ich will nicht andere Dinge, sagen wir mal, gesundheitspolitische Dinge dort einfügen als Problem. Und deshalb meine ich, einfach an mich wenden über diese eingeblendete Adresse und dann kann man dort helfen. Und mein Ziel ist es eben, durch die Information das Wissen des Menschen zu verbessern. Und mit dem Wissen kann dann der Patient frei entscheiden und Vorteile genießen. Alles klar. Und die Behandlung ist schmerzfrei? Also die Behandlung ist komplett schmerzfrei. Alles klar. Und dauert circa eine Stunde? Oder? Ja, es gibt auch Behandlungen, die dauern bloß eine halbe Stunde. Wow. Und übrigens kann es sogar in dieser kurzen Zeit, können mehrere Tumoren beseitigt werden. Übrigens können es auch Metastasen sein. Metastasen sind was? Metastasen sind Tochtergeschwüre des ursächlichen Tumors. Okay. Ich denke mal, da werden auch einige Zuschauer mit zu tun haben oder davon gehört haben. Danke, Werner. Wir haben heute zum Thema der Tumor und sein Tod eine Therapieform oder eine Art kennengelernt, Strahlenchirurgie, hier Cyberknife. Es gibt in Deutschland 12 Cyberknife-Zentren. Das müssen Sie nicht unbedingt selber recherchieren, liebe Zuschauer, sondern wenden Sie sich vertrauensvoll über den Informationsdienst AvilSmart an Dr. Ulrich. Und wie heißt es so schön, da wird Ihnen geholfen. Sie bekommen auf jeden Fall eine verbindliche Antwort, sollten Sie betroffen sein. Das heißt, Sie haben einen Tumor, gibt Ihnen Dr. Ulrich Auskunft, ist dieser Ihr Tumor mit Cyberknife behandelbar? Im Regelfall 1 Stunde, schmerzfrei, der Tumor ist tot, wird dann durch unseren Körper abgebaut. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Bei unserem nächsten Interview geht es um den Stein des Lebens und die Entgiftung. Ihnen eine angenehme Zeit.